In diesem kurzen Video möchte ich zeigen, wo man die PowerPoint-Vorlage der Otto-von-Guericke-Universität findet und wie man ein paar wichtige Einstellungen darin vornimmt. Man geht zunächst mal auf diese Internetseite hier. Das CD steht für Corporate Design. Da sieht man übrigens auch ein recht nettes Bild von unserer Absorberhalle. Dann geht man auf Projekte und Vorlagen. Dann gibt es einen Unterpunkt PowerPoint-Präsentation. Und dann gibt es dort zwei Versionen. Eine neuere POTX-Version für PowerPoint-Version ab 2007 und das alte POT-Format für die vorherigen PowerPoints. Wir werden jetzt natürlich mal die neuere Variante hier bevorzugen. Jetzt sieht man, dass diese Seite hier so ein bisschen irreführend ist. Man kann hier irgendwo draufklicken. Der tatsächliche Link ist hier an der Seite. Hier findet man auch schon eine fertige Folie mit Text eingefügt, so eine Werbepräsentation über die Uni. Wir nehmen aber natürlich mal diese Vorlage hier, öffnen die direkt in PowerPoint. Ich habe 2010 hier auf diesem Rechner installiert. Dann muss man aus Sicherheitsgründen eben immer erstmal auf dieses Bearbeitung hier oben klicken. Und dann sieht man, dass es hier eben in dieser Vorlage eine Titelfolie gibt. Und es gibt noch eine zweite Titelvariante. Das ist auch tatsächlich als Variante zu verstehen. Also man würde eben in einem Vortrag jetzt niemals zwei Titelfolien verwenden, sondern sich für eine dieser beiden entscheiden. Und dann gibt es auch ja, schon Inhaltsfolien mit so ein bisschen Layout eingefügt. Und worauf ich jetzt mal den Fokus hier richten möchte, ist diese rechte obere Ecke, wenn ich hier mal so ein bisschen reinzoome. Das mit dem Zoom hier in PowerPoint ist immer etwas schwierig. Dann sieht man, dass es hier oben so einen Platzhalter gibt, wo jetzt OFGO-Präsentation steht und wo der 0.0.2009 steht. Das hier vorne, das OFGO-Präsentation, ist ein Platzhalter für den Kurztitel der Präsentation. Die Idee ist, wenn man jetzt zu irgendeiner Konferenz fährt, wo zum Beispiel in mehreren Sitzungen parallel Vorträge laufen und Leute wechseln zwischen den Räumen hin und her und kommen vielleicht auch mal so ein bisschen später in die Präsentation rein, wenn die schon angefangen hat, dann wollen die halt sehen oder wissen, bin ich im richtigen Raum, höre ich der richtigen Präsentation zu. Deswegen sollte hier oben nochmal eben nicht nur OFGO-Präsentation stehen, sondern halt der, ja, irgendwie der Titel oder wenn der Titel zu lang ist, der Kurztitel der Präsentation. Genauso sollte hier halt eben nicht 0.0.2009 stehen, sondern natürlich das Datum, an dem man die Präsentation hält oder gehalten hat. Die Idee dahinter ist, wenn man seine Folien dann ins Internet stellt oder zum Beispiel irgendwie per USB-Stick irgendwelchen Kollegen zur Verfügung stellt und die sich diese Folien später mal angucken, dann wollen die eben wissen, von wann ist diese Präsentation und wie aktuell sind Informationen, die darauf zu finden sind. Das Problem dabei ist, wenn man jetzt hier mal versucht drauf zu klicken, dann sieht man, man kann das hier nicht ändern. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit oder die Sache, die ich in diesem Video zeigen will. Um das zu ändern, muss man jetzt hier oben mal auf Ansicht klicken und dann auf den Folienmaster. Und dann kann man eben kommen auf die Masterfolie und kann die halt bearbeiten. Und wenn man jetzt hier oben drauf klickt, erstmal hier an die Seite und dann da oben drauf, dann sieht man, dass man jetzt hier was einfügen kann. Ich schreibe jetzt hier mal sowas rein wie Kurztitel der Präsentation und füge als Datum mal das aktuelle Datum ein. Heute ist der 17.02. So, und wenn man das jetzt, das brauchen wir jetzt nicht weiter speichern. Man kann jetzt einfach die Masteransicht schließen. Und jetzt sehen wir, dass eben auf dieser Folie hier unser Kurztitel der Präsentation steht und das aktuelle Datum. Und dass sich das natürlich, weil wir das jetzt auf der Masterfolie geändert haben, sich auch auf allen anderen Folien automatisch mit ändert. So, und das ist eigentlich alles, was ich in diesem Video zeigen wollte.